Wahrheit oder Lüge? Wird die Rente mit 63 abgeschafft? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Aktuell erreichte uns eine Nachricht von einem ganz besorgten Kunden, der möchte nächstes Jahr in die abschlagsfreie Altersrente gehen, macht sich ganz große Sorgen um die Politik und hat da gehört irgendwo, dass wohl die Rente mit 63 abgeschafft werden sollte. Wir hatten ja in der Vergangenheit auch schon eine solche Diskussion ausgelöst durch unseren derzeitigen Bundesminister für Gesundheit, den Herrn Spahn. Der wollte die Rente mit 63 abschaffen. Die wäre wohl zu teuer und würde der Rentenversicherung einen Haufen Geld kosten und, und. Also alles politische Ankündigungen, aber davon, so kann ich Sie heute hier beruhigen, wird nichts eintreffen. Denn es gibt weder ein gesetzgeberisches Vorhaben noch irgendwelche Intentionen, dass die Rente mit 63, gemeint ist hier die abschlagsfreie Altersrente für mit 45 Jahren, die wir seit dem 1.7.2014 haben, irgendwie abgeschafft werden könnte. Denn eines ist klar. Diese besondere Ausformung dieser Rente schafft sich ja de facto von selbst ab. So hat es ja der Gesetzgeber vorgesehen. Der hat reingeschrieben ins Gesetz, wer nach 1953 geboren ist, bis zum Geburtsjahrgang 1964, wird die Rente, wenn man ein entsprechendes Geburtsjahrgang hat, praktisch um 2 Kalendermonate angehoben. Und wer 1964 geboren ist, der geht mit 65 Jahren frühestmöglich in diese Rente. Deshalb wird sich diese besondere Art der Altersrente für besonders langjährig Versicherte de facto von selbst abschaffen, wenn die Übergangsfristen vorbei sind. Dann gilt dann die ganz normale Regelung, wie wir sie schon seit 2012 hatten. Und die klassische Rente mit 63, die wir ja schon seit vielen Jahrzehnten haben, die wird generell nicht abgeschafft. Das ist die Rente, da brauche ich 35 Jahre Wartezeit und dann kann ich ganz glatt mit 63 Jahren in Rente gehen. Also, keine Angst haben, es gibt keine erkennbaren Anzeichen von der Politik und sonst was, dass hier diese Rente mit 63 abgeschafft würde. Das sind alles nur, wie wir sagen es auf Neudeutsch, Fake News, Falschmeldungen und sollen die Leute möglicherweise nur verrückt machen. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche mit der Rente mit 63, Ihr Rentenberater und Rechtsanwalt Peter Knöppel.